choice, go fight against your fate. Ja, hi, heute willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich grüße euch zurück zu Honkai Star Rail. Ja, in der letzten Folge haben wir hier im Pelakuni weitergemacht. Wir sind jetzt hier in, wie heißt dieses Gebiet überhaupt? Okay. Traumflussriff? Ne. 32 Truhen. Mein Gott, ne, das hat andere noch. Wir sind hier im Flugsand Arena der Seelfroh Trademark Vorauswahl, wo wir an ein Casting teilnehmen. Und ja, wir sind hier in so einer Herausforderung, wo wir Gegner erledigen müssen. Wir hatten die Auswahl verschiedene zwischen zwei verschiedenen Auswahlen, Challenges, Herausforderungen, was auch immer. Und wir hatten die Wahl zwischen Schauspielerei, ne? Wir sollten irgendwie so Drehbücher sammeln. Oder wir sollten Gegner erledigen, ne? Ich habe mich für Gewalt entschieden, ne? Ich bin aufgewacht und habe Gewalt gewählt. Und ja, wir sind jetzt hier und kämpfen uns hier durch die Vorauswahl, durch das Casting, was auch immer. Und ja, gucken wir mal, wie das hier so weitergeht, ne? So, da sehe ich schon einen Gegner. Ich will mal hier versuchen. Ich weiß nicht, ob das lang genug hält, aber gucken wir mal. Hier. Wir sehen, sehen Punkte, Fertigkeitspunkte. Und ja, gehen wir hier rein. Ne? Das sind dein nächster Gegner. Ne? So, wir sind mit Glühwürmchen unterwegs. Wir sind mit Himiko, Merz und Glühwürmchen ja am Casting am Teilnehmen. Währenddessen haben Robin und Sonntag mit sich mit Sparkle getroffen. Oder sie hat sich mehr oder weniger von den beiden gezeigt. Ein paar ominöse Sachen gesagt, wie sonst auch immer. Und ja, ja, guck mal, wie wir hier weiterkommen, ne? Muss ja wirklich jemand stehen und mir erzählen, was ich machen muss, weil die Sponsoren sind. Habe ich doch gerade gesagt. Die Musik erinnert mich so an Spiral. Nicht gerade Schleichwerbung, das ist eine ziemlich offensichtliche Werbung. Wusch. Ja, der könnte ein bisschen schwieriger werden. Der erste Kampf war relativ easy. Ab hier muss ich mal ein paar meiner Ultimates einsetzen. Sie sind alle immer schneller als ich. So, erstmal Schaden hoch, boom. Dann Zero. Dann machen wir ihre Ultimate. Machen wir ihre Ultimate. So. So. Musik an. Ich finde das so geil. So. Du gibst uns Fertigkeitspunkte. Du gehst ins Energie und alles klar. Ich habe zu viele Buffer hier. Ich habe eigentlich nur Acheron, die ja Schaden macht. Weiß nicht, ob das zu gut ist. So, soll ich jetzt hier heilen lieber? Boah, die kommen alle jetzt ran. Oh mein Gott, ey. Oh Gott, wenn sie jetzt alle auf sie losgehen, ne? Die werden jetzt alle auf sie losgehen, ne? So. Zack. Oh mein Gott. Na Gott, sie mit ihrem normalen Angriff macht schon so viel Schaden. So, kannst du mal aufhören, auf sie loszugehen. Zack. 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 Dösch. Oh, Fertigkeitspunkte. Fertigkeitspunkte. Au! Alter, warum kommt denn der direkt schon wieder dran? Oh, das ist nicht schnell genug.
Ich weiß nicht, warum wir die ganze Zeit geheilt werden, wenn wir Ultimates einsetzen. Okay, Leute. Dann machen die auch langsam wie extra. Okay. Ich hab nur eine Person, die angreift, ey. Ja, auch mal nicht mehr, ne? Ich glaube, ich hätte ihre Ultimate noch brauchen. Weil er ja voll viel Schaden, voll wenig, voll viel AP in Art. So, weißt du was? Musik an. Gleich wieder auffüllen. Also ihre Strategie ist eigentlich immer nur ihre Ultimate die ganze Zeit aktivieren, ne? Ja. Wie viel Schaden wir machen. Ja. Hat man ja macht ja auch Schaden, ne? Die Hunde machen ja auch Schaden, wenn ich die kaputt haue, ne? Das ist nicht so ein gutes Team, habe ich so das Gefühl. Ja, als soll's. Er ist nicht so gut ausgeglichen. Ja, boom. Ja, aber alles okay. Weil jetzt hat sie wieder Ultimate. Dash. Spürt mein Schwert. Und das. Und das. Und das. Cool. Ja, ich glaube, da war es gleich. Ja, auf süße Affe Tarzan ab. Weil. Oh, der Gott. Okay. Die Welt küsst mich mit Schmerz. Okay. So. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob der Effekt hier von ihrer Fähigkeit außerhalb der... Ich dachte gerade, ihr Heiligenschein hat gerade irgendwie geleuchtet oder so. So kann sie vielleicht irgendwie die Vögel ja alle... Aber wofür kann sie irgendwie die Vögel irgendwie spüren? Piep, wer hat mich aufgeweckt? Ich bin schon lange im Ruhestand und mache keine Vorhersagen für Spiele mehr, Piep. Aber meine reichhaltige Erfahrung in der Zuschauerring sagt mir, dass der Gewinner dieses Spiels diese süße Apfel-Tarzan sein wird. Ich glaube, ich sollte immer erst ziehen, bevor ich gegen die Gegner kämpfe. Seine sehnigen Muskeln sind hart wie Stahl und seine Schultern vollgepumpt mit Seefrau. Er hat überhaupt keine Schwäche, Piep. Er wurde außerdem gerade von einer Niederlage geküsst. Das ist ja ein schwaches Schild. Was zum Teufel redest du da, Piep? Das verstehe ich nicht. Ich kann schon voraussehen, wie den nächsten Herausforderer zermalmen. Wo ist dieser riesige Tarzan? Piep, Piep. Ich hole beim Veranstalter mein Geld zurück, Piep. Ich habe bestimmt, da gibt es bestimmt anderes Dialog, ne? Jetzt bestimmt einen anderen Dialog, wenn ich irgendwie hier vorher mit dir gesprochen hätte, ne? Okay, cool. So, nächster Herausforderer. Oh, so zwei T-Rexe. Jetzt gehen wir erstmal zuerst. Die mal machen. Wie bist du auch hier, um das Spiel zu sehen? Wen hast du in den Augen gefasst? Hm? Moment mal, du bist es ja. Glock ist guter Freund, der berühmte Baseballer, oder? Na, wenn du hier bist, dann bist du ein sicherer Kandidat für ein Team des Champions, Piep. Die Sauer kann sich aufbäumen, wie er will. Gegen Baseballer kann er einpacken. Bis dann, ich gehe zum großen Baum zurück. Der Ausgang dieses Spiels ist so gut wie sicher, Piep. Wollen mich doch nur beruhigen, oder? Ja, dann sind auch Gegner, sehe ich gerade. Da komme ich gar nicht rüber. Möchte ich sie so treffen? So, gegen die Viecher wäre eigentlich hier Schaden auf Zeit hier am besten. Weil die mal so... versuchen wir mal.
2人ともまた競合相手が現れたわね。おめでとう。でもその時また競合相手が現れたわね。おめでとう。でもその時また競合相手が現れたわね。おめでとう。でもその時また競合相手が現れてしまった。どんなに長い戦いだろうとあなたは耐え抜いてきた。その強敵を倒せば苦労の末に成功を収めることができる。誰であろうと僕のスラーダを奪うことは許さない。リュウカ妙法を使って恐竜になってやる。 Alles klar. Dieser Kampf wurde gesponsert von. Okay. So, was machen wir denn hier? Okay, wir haben alle Schwächen gegenüber sie und meine Heilerin. So, machen wir den. Gib mir Fertigkeitspunkte. Bonk. Gib mir Energie. Gib mir Musik. Sehr gut. Ich meine, der kommt jetzt sowieso dran. Ja, ja, warte mal, wenn ich ihre Ultimate einsetze, ne? Wenn ich ihre Ultimate einsetze, wird sie dann auch hier? Sehen das auch als mehrere Treffer? Sie greift ja irgendwie mit ihrem Schwert so dreimal an, ne? Und die Gegner, die haben irgendwie so ein Schild irgendwie. Nicht so ein Schild, aber so ein... eine Fähigkeit hier, die Nummer unter den AP, ne? Ja, 5 von 6, 3 von 6, ne? Das bedeutet mehr oder weniger, die, warte mal, mach mal so, ne? So, jetzt hat er, sobald das voll ist, werden die, den sind ja voll am Durchdehnen und jetzt muss ich 6 Treffer machen, damit die explodieren, mehr oder weniger. Und das geht am besten durch Schaden über Zeit. Aber Acheron macht ja mit ihrer Ultimate irgendwie mehrmals Schaden, ne? Deswegen will ich mal sehen. Ja, der ist sowieso jetzt gebrochen. Ich werde jetzt als da. So. Ja, wurde jetzt gebrochen, verdammt. Egal. Weil sie greift ja dreimal an, ne? Oder viermal. Ich weiß nicht, ob da auch jedes Mal die Zahl dann hochgeht. Okay, ich will nicht sein Schild aktivieren, deswegen gehen wir mal. Na, gehen wir so. Also sage ich eine ziemlich einfache Strategie mit jedem Charakter, ne? So, ich glaube, ich sollte den Schild von denen hier schon mal ankratzen. Kriege ich den unter? Ich glaube, ich krieg den untergelegt. Wenn ich den Ausdauer, also diesen weißen Schild hier wegmache, dann ist das sowieso egal. So, ich hoffe, Acheron kommt jetzt noch mal dran. Ja. So. Wenn ich den Schild brechen, weil sonst tun die jetzt so einen Angriff machen auf alle Charaktere und die alle voll viel Schaden machen. So, bei Robin muss ich eigentlich nur alle drei Züge hier ihre Fähigkeit einsetzen. Weil ihre Fähigkeit hier alle Charaktere den Schaden erhöht. Aber der hält drei Züge an. Das heißt, ich muss nur alle drei Züge immer diese Fähigkeit einsetzen. Ich weiß nicht, ob das so gut war jetzt. Nee, den kriege ich nicht gebrochen rechtzeitig. Also mal. Kann man noch schnell genug rankommen. Sonst wird er jetzt wehtun. Es kommt immer nicht dran. Ja, der wird jetzt wehtun. Oder auch nicht. Okay. Ich habe in Erinnerung, der Angriff tut viel mehr weh. So. Zack.
Also alles, was dieses Spiel ist, gameplay-mäßig, ist eigentlich nur, du musst eigentlich nur wissen, jeder Charakter hat einen normalen Angriff und jeder Charakter hat einen Skill. Und ich kann nur normal angreifen oder einen Skill aktivieren. Ich kann keine Items einsetzen, keine Magie einsetzen oder irgendwie sowas. Nee, ich kann entweder normal angreifen oder mit einem Skill angreifen. Und alles, was man in diesem Spiel eigentlich nur wissen muss, ist, was jeder Charakter kann, ne? Und da man immer genug Fertigkeitspunkte hat, um die Skills einzusetzen. Dann ist halt das Spiel eigentlich relativ einfach. Und da muss halt nur ein gutes Team auch zusammenbauen, ne? Du kannst jetzt nicht nur Angreifer oder so irgendwie ins Team nehmen, ne? Oder Leute, die ja buffen oder so. Oder nur Heiler oder so. Was hier mit? Okay, ich wollte schon sagen, ist hier nicht hochgegangen. Machst du halt auf. Irgendwelche Vögel hier. Hier meine, es gibt 10 hier, ne? So, bewacht die da eine Truhe, sonst muss ich die auch erledigen. Geh mal weg. Zack. Zack. Das ist so eine geile Fähigkeit, ne? So, ich sehe irgendwas. Dann habe ich euch alle vollkommen sonst erledigt. Ne, hier ist nichts. Ich dachte, normalerweise ein Gegner irgendwo sich mal versammelt, dann ist auch irgendwie was. Eine Tür, die mit einer sirupartigen Substanz zurückliegt ist. Sie kann von außen nicht geöffnet werden. Sehr froh. Trademark. Dun, 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 dun. So. Was hat der? Musik, ne? Manche mögen es heiß. Okay. Ja, aber ich bin irgendwie durstig, wenn ich nur noch was zu trinken hätte. Es gibt doch nichts, was den Durst mehr stellt als ein Seelfroh-Trademark. Dieser rothaarige Teilnehmer, oh Mann. Das ist dieser eine Typ, ne? Ich hab seinen Namen vergessen. Ich glaub, der hat auch einen Namen mit A, ne? Das ist dieser Ritter der Schönheit oder so, ne? Der den Pfad der Schönheit folgt. Der ist mal irgendwann im Zug aufgetaucht und den musste man bekämpfen. Dann muss ich ja mit Hanno Dings machen. So, eine Sekunde. Ich möchte mal kurz gucken. Na, guck mal, hier ist ein anderes. Also kann ich da wahrscheinlich irgendwann noch mal hin, ne? Wir sind auch wieder 2, ne? Wir sind auch 2. Und hier ist eine riesige Bosskampfarena wahrscheinlich, ne? Also nehme ich mal die anderen Herausforderungen, kann ich dann auch irgendwann noch mal machen, ne? Ich weiß nicht, das mit Hanu klingt irgendwie cooler. Das hier, wenn wir hier mit diesen Schweinchen-Typen hier durch die Gegend laufen müssen, ne? Und Rätsel lösen müssen. Da finde ich ehrlich gesagt witziger. Ich weiß nicht, was das andere sein könnte. Glocki, irgendwas mit Glocki, aber was, ne? Schießerei Zeitprüfung. Schießzeit Schießereiprüfung. Was? Schießzeit Zeitprüfung. Schießzeit Schießereiprüfung. Ich krieg keine Informationen hier, ne? Wir nehmen mal die Schießerei.
Alter, die ganzen Cutscenes hier, die ich hier sehe, sind auch alle gesplittet. Oder bekomme ich die noch, wenn ich irgendwie die anderen Bereiche betrete? クロックボーイ研究者によれば現実世界のブラザーハヌの Oh, schon wieder Kämpfe. Ich habe gedacht, wir müssen ja mit Hanno rumlaufen. Aber okay, warum nicht? Whoop. Okay, hey, dich habe ich gesehen. Hey, ich hatte mich so gut. Es geht versteckt und trotzdem hast du mich gefunden, Piep. Alle haben sich im Ballon versteckt und ich war der Einzige, der sich in ein einzigartiges Versteck ausgesucht hat, Piep. Ich hätte mich sogar auf den Kopf gestellt, um meine Haare zu verstecken. Das habe ich aber schon eine Million Mal gesehen. Was? Auch andere Vögelchen wissen von dem Versteck in der Statue? Ich habe es nicht als erster entdeckt, Piep. Es ist inakzeptabel. Inakzeptabel! Warte nur, in der nächsten Runde findest du mich niemals. Piep, piep. Auf den Kopf gestellt, der Vogel. Ja, ich habe den seine Welt auf den Kopf gestellt. Robe der Vernichtung. Oh Mann. So, ja, genau das habe ich mir gedacht. Puh. Alles klar, gut. Wir sind beide in den Hintern. このエピソード、ちびっこ犯の大作戦ではボスストーンが戦艦を集結させドリームタウンを攻撃しようとしています。ハイジ、狼の兄貴、ボムヘッドも何か企んでいるようで。勇敢なブラザーハヌは彼らを撃退して、彼の軍団には太刀打ち。彼は、パズルジェントルに助けを求めることにしました。 Was sind das, die Augen, also gelbe Augen, glaube ich, ne? Ich meine Grunz. Okay, na gut, Rainer, was haben wir denn hier? Oh ja, Grunzen. Du gibst ein cooles Grunzen von dir. Vielleicht das coolste Grunzen der Geschichte. ドリームタウンを攻撃しようとしていると、それは実に残念だ。よく聞いてくれ、ブラザーハヌ。君ちゃんとした武器が必要であること、その上の階にあることも私は知っている。だが知っているかい？スリリングなドリームメイクパズルを完成させないとここを通ることはできないこと。 Cool grunzen. Du gibst ein cooles Grunzen von dir. Nur jemand, der so cool ist wie du, kann so cool grunzen. Perfekt. Warum gibst du mir Tipps, wenn ich Feinde? Alles klar. Ich komme da gar nicht dran, ne? So.
Bleibst du so? Mhm. Ich gut hat dir Glühwürmchen hilft. Wir sind ein Team. So. Stirb. Hanno hat Stones Handlanger dank seiner Weisheit überwunden, was beeindruckend ist. Okay. Da haben wir schon mal eins. Und da ist ein Vogel. Piep, hallo, diese Gang, diesen Gang hinunter, bitte. Ich habe diese Bücher nur für dich aufgestapelt, Piep. Aber das ist Hanno, warum muss es für so einen niedrigen Absatz Bücher stapeln, Piep? Cool grunzen. Peilung, wenn wir weiter darüber diskutieren, haben uns Stone Sandlanger gleich eingeholt, Piep. Ich fliege hier raus und lenke sie ab, nutze die Gelegenheit und lauf, Piep. Oh Gott, jemand sieht mich. Oh Gott. Aua. Hab mich gehauen. Einer hat zwar einen Fehler gemacht, doch seine Zeit, denn das Schicksal sind noch nicht vorbei. Keine Ahnung. Okay. Ja, also. Soll ich wissen, dass direkt hier da unten mich der Tod erwartet? Jetzt muss ich den nochmal erledigen. Stirb. Aber da unten ist auch ein Puzzlestück, sehe ich gerade. Okay, ja. Da muss ich halt warten. So. Muss ich halt warten, bis er da weggeht. Sieht er mich von da? Nein, nein. Ich weiß gar nicht, wo das eine jetzt behalten, weil ich eingesammelt habe. Wie ich eigentlich. Jetzt bin ich ja weg, ne? Naja, der andere ist da kaputt. So. Ich nehme mal kurz das hier. Danke. Hat was gesehen? Nein, ich komme da nicht ran. Da muss ich mich vergrößern. So, wo ist das Eckteil? Da. Ist die Blume. Da ist das. Zum Glück sind die irgendwie nie umgedreht, ne? Die Teile. Das ist. Könnte hier sein. Keine Ahnung. Hier. Geh da rein. Rein. Ja, der hat so orange Augen, ne? Glaube ich. So macht man das halt als Bösewicht, okay. Man muss seine teuflischen Pläne immer den Helden ja erwähnen. Erklären. Man wird nicht mit mir verbunden sein, Glühwürmchen. So. Mhm. Wo kam ich von da oben? Ne, da muss ich hin. Okay. Ach, guck mal, was hier ist. Hier komme ich wieder zurück. Boah. Also. Alles klar. So. Und noch mehr Rätsel. Stimmt, ne? Sieht schon so aus. Ne. ブラザー
Was? Aha, ich kenne die Antwort darauf. Weiß ich nicht, aber es klingt cool. Kommst du denn her? ドリームタウンではクロックボーイはどこにでもいて何でもできるんだ。例えば今君の通訳をすることもできるんだよ。チクタク。ブラザーハヌは戦いだ。戦わなければならないって言ってるね。敵が家の入り口まで来ている。我々に退路はない。 Total. Wie cool. Weiß nicht, was du meinst. Ich verstehe alles hier gerade. Ich bin voll im Bild. Ich habe noch nie mehr verstanden in diesem Spiel als jetzt. Warum die Eile? Ist Stone schon wieder hinter dir her? So ein Riesenkrawall. Ich wette nicht mal, alte Schmeißfliegen und Bombenkämpfe können Stillspitzen spielen. Was? Stillsitzen, Piep. Treibt sie doch aus der Stadt. Keine Panik. Ich habe ja schon wieder... Keine Panik, mein Lieber. Wir sind nicht wie diese umschreienden Schurken. In dem Moment, wo die Worte... die Schurken aus der... Ist das ein Punkt oder ein Komma dazwischen? Oder bin ich mir nur ein... Warum ist da ein... warum ist mein Arrow Guard nicht... Ja, warum ist hier ein Punkt? Oder ist das noch... Ist er auf meinem Bildschirm? Nee, das... Was? Okay. Boom. Ich müsste mal extra hier so eins für Dings machen. Okay, keine Panik, mein Lieber. Wir sind nicht wie diese rumschreienden Schurken. In dem Moment, wo die Worte, die Schurken aus der Stadt treiben, in den Köpfen von Haus Hannos Freunden auftauchen, ist der... Ist die Tat schon vollbracht, Piep? Das ist echt ein Komma. Nee, ist kein Komma, sieht anders aus. Bis dann. Auch ich muss nun zum Einsatz und ich werde in Ehren gehen. Piep. Oh. Hast du dich da versteckt, du Stück? Hallo, liest nicht so. Nicht so gerne Werke, in denen er selbst der Protagonist ist. Doch die Klucki-Reihe hat er schon mehrmals durchgelesen. Was Tresor? Man sagt, die Familie würde eine Art Mem in ihren Tresor platzieren, um jeglichen Diebstahl zu bestrafen. Okay, weiter geht's. Henshin, Hanno, Verwandlung. あぞ。今どなたか難しい動きと言いましたか。その通り。これからのストーリーでは様々な難しい。かにちゃんサルト ブラザーハヌは決して事態を傍観したりしません。彼はすぐさま倉庫に走り、悪党たちとの決死の戦いに備えました。でも私たちはまだ武器を持ってない。知っていますか?ブラザーハヌが愛用しているロケットランチャーがその倉庫の中にあるんですよ。さあ、早く行きましょう。あざけざいん。変身かましいん。主催者があの許可を許可してくれ Hat sie schon immer so geredet? Immer so, oh mein Gott, ich weiß nicht, wie ich da erklären soll. So, oh mein Gott, ich weiß nicht, wie ich hier drauf gerade reagieren soll. So vorsichtig, also so vorsichtig redet sie irgendwie gerade, so erschöpft irgendwie.
Vielleicht bin ich mir nur ein. War sie nicht ein bisschen aufgeweckter irgendwie, als wir sie zum ersten Mal getroffen haben? So. Oh Gott. Lass mal reinkommen, ne? Hm. Wird er mich sehen? Nein. Ausgezeichnet. Volle Feuerkraft. Das halt. Oh Gott, ich bin getroffen damit. Da kommt noch mehr. Ich glaube, dafür hätte ich die Feuerwerksdinger hier aufbewahren sollen, ne? Festhalten. Mitten ins Herz. Ah, komm noch mehr. Oh nee. So hat von. Was ist das? Und den hier. Ja, das ist ein Spiel noch mal ein Geschmack. Er war schon tot. Das macht doch Spaß. Ja. Nehmen wir mal die Munition. Ja, ich glaube, die Munition wird sogar irgendwie die behält man sogar in den nächsten Mal oder so. Ich will mich hier noch mal umschauen. Vielleicht kriege ich irgendwas. Ist irgendwas, was ich nur mit ihm erreichen kann? Vielleicht ein Vögelchen irgendwo. Zum Beispiel hier unten. Nein. Inzwischen. Nee. Okay. Sollte eine Grundfunktion geben in diesem Minispiel. Was? So ein Fernseher. Ja, da ist auch. Boah, aber da ist auch einer. Oh, dann nehme ich ganz speziell diesen Fernseher. Dann nehme ich noch. Sie hat dann einen Raketenwerfer, wenn sie spielbar wird. Wenn sie irgendwann als Charakter freigeschaltet wird. Nein. Warte mal hier. Nee. Hannes Abenteuer. Sei versichert, dass alle Waffen mit einer feuerfesten Beschichtung versehrt sind. Sie werden das aber viel zu schnell wieder. Habe ich da gerade für ein Archiv mitbekommen? Feuerkraft hat die maximale Munition von Hannes Raketen. Jetzt haben wir habe ich noch nie gemacht. Okay, es gibt mindestens noch 30 Truhen im Pinakoni, habe ich gerade gesehen. So. Ich habe einen Vogel gehört. Ich glaube, ich habe einen Vogel. So, kommt man hier hin?
Da war ich gerade, ne? Okay. Wow, guck ich mal den Hut da an. Ja, da war ich nicht. Komme ich hier hin? Hey. Muss ich hier hin? Nee, ne? So, was haben wir hier? Na, oh, den hätte ich vielleicht da lassen sollen. Das sieht ja nach Rätsel aus. Angeklagt Sefo vom 4. Harmoniefest. Man kann bei jedem diplomatischen Bankett sehen. Robin scheint aber euch gar nichts zu sagen, wenn ich Schatztruhen öffne, ne? Normalerweise, wenn man so kostbaren Truhen oder so öffnet, dann sagen die Charakter mal irgendwie was. Quart hier ist, ne? Was hat ihr Bonus Dungeon? Gehen wir mal hier hoch, ne? Jetzt habe ich das Ding da unten von da unten schon kaputt gehauen. Na, verdammt. Da der Schwert, glaube ich, die Sache jetzt ein bisschen. Warte, kann ich mich da unter den Tresen? Nee. Ja, wie soll ich denn den jetzt hier? Dreht euch irgendwann mal um. Der wird sich nicht umdrehen, glaube ich. Was aber nicht vielleicht hier? Oh Gott. Da kann ich nicht rein. Ah! Aber wie soll ich denn jetzt da durchkommen? Was greift er mich denn hier an? Mann! Ja, das Ding ist jetzt kaputt. Was mache ich denn jetzt? Mal hier raus oder so. Ich mal irgendwo anders hin teleportieren. In diesen Ort resetten oder so, keine Ahnung. Vielleicht funktioniert das. Dann gehen wir noch mal rein. So. Na, guck mal, da oben, das Ding ist wieder da. Dann ist das. Dann ist das in dem Minispiel bestimmt auch wieder da, ne? Wenn das nicht die Konsequenz von meinen eigenen Aktionen sind, ne? So, noch mal bitte. Ohne mich selbst zu vermasseln, ja. Der war echt dich irgendwie sich bewegt oder so. Du musst den so erledigen. Der hat so einen kleinen Kopf noch. Hab ich noch nie gemerkt. Er hat sonst lang, hat lange seiner Weisheit überwunden. Was so beeindruckend ist. So. Wo muss ich denn hier hin? Ich muss da hinten hin. Dahin. Was ist das? Ach so, das soll mir ja sagen, so, oh, das ist ein Raketenwerfer. Gott, drehst du dich irgendwann mal um? Warte. Ah, okay. Wie hat der mich jetzt nicht gesehen? Ja, bringt mir jetzt nicht viel, das hier runter zu werfen. Ich muss ihn erledigen, um dahin zu kommen. Ah, komm.
wenn man ihn gar nicht sieht und man einfach nur den Topf da sieht. Warte mal, den treffe ich doch gar nicht so. Hallo? Ich ihn da hinlocken oder was? Ah, komm mal hier. Hallo, Raketenwerfer. Jetzt stirb. So, da kann ich noch nicht erledigen, weil ich jetzt den anderen Typen erledigen muss. Ja, muss ich eigentlich nicht, aber. Kann man ja sparsam sein hier. Na, hey. What? Oh, ich kann ja wieder aufheben. Okay. Ja, macht ja einfach. Ich dachte, man kann ja irgendwie die Munition ausgehen. War. Gott, das schreckt mich doch nicht so. Eine Truhe. Eine Truhe, habe ich gesagt. So, leb wohl, Hanu. Hananun. Folgeangriffe. Verteidigung ruiniert natürlich wieder alles, aber. Also, weil ich jetzt hier wieder Dings gesammelt hatte, ne? Ein paar Zeitschriften von ihm. So, kein. Ich würde sagen, Fisch, kein Vogel hier. Ah ja. Die fliegenden Fische, die piepen. Man kennt sie, ne? So. Er hat mir da gerade geschrieben. Du bist. Nehmen wir das. Du hast alle Bücher von Hans Abenteuer gesammelt. Wirklich beeindruckend. Du bist der einzige Spieler, der seit der Einführung des Spiels in die Traumlandschaft die Sammelmission abgeschlossen hat. Wirklich? Natürlich, du bist der Beste. Es ist, weil Signalstörung entdeckt. Ich habe absichtlich viele Herausforderungen an Orten platziert, für normale Menschen unzugänglich sind. Du bist einfach ein außergewöhnlicher Mensch, werter Gast. Du bist zugütig. Ich versuche unauffällig zu bleiben. Es tut mir leid, aber ich kann nicht so mit dir kommunizieren. Schließlich gibt es im Traum keine Privatsphäre. Da du es bis hierhin geschafft hast, musst du schon ein paar Hinweise gefunden haben, oder? Hast du herausgefunden, was für eine Geschichte Hanus Abenteuer ist? Es geht um Hanu. Natürlich geht es um Hanu. In gewisser Weise schon. Ja, ich bin mir sicher, dass du deine eigene Art von und auch ungelöste Zweifel hast. Dann lass uns weitermachen, werter Gast. Signal wiederhergestellt. Das liegt daran, dass du ein hochgeschätzter Nutzer bist, der von Clock Studios sorgfältig ausgewählt wurde. Als Zeichen unserer Wertschätzung für deinen Errungenstand haben wir eine Etappe als Finale für dich vorbereitet. In ihr wird die Geschichte von Hanus zu Ende erzählt. Probier es aus, du wirst nicht enttäuscht sein. Okay, Hanus Untergang. Das ist eine Nebenquest. Was ist das denn? Was ist das? Okay, offscreen. Ich habe irgendeine Archivmann gerade bekommen, ne? Schiebe in Hanus Abenteuer Objekte nach unten, ohne Gegner zu treffen. Okay, das ist mir vorher noch nie passiert. Aber alle Geschichte von Hanus Abenteuer. Ah, das heißt, irgendwann geht es hier mit Penacuni zu Ende, ne? So wie das ausschaut. Wir ja schon, weiß nicht, alle Klamotten von ihnen gesammelt haben. Alle Bücher und so. What? Ein kostbarer Keller, der nicht von Fremden gestört werden darf. Er empfängt den ersten Gast seit Jahrhunderten.
Zur Überraschung merkst du, dass auf diesen Limonaden keine Markennamen zu sehen ist. Verglichen mit den Sammelstücken in der Vitrine draußen sehen sie außerordentlich schlicht aus. Als sie ursprünglich eingelagert wurden, wurden sie noch Sosa-Saft genannt und ihr Rezept war bis zu 10.000 Credits wert. Es ist dieses billige Lokalgetränk, das seelfroh zu sein heutigen gigantischen Geschäftsimperium verholfen hat. Ah, die Geschichte von Sirup-Getränken. Wir finden das wertvollste Sammelstück des Solarkerls in der Flugsandarena der Vorauswahl. Cool. Immer so Kleinigkeiten, die man hier noch findet, ne? So, dann machen wir ja noch weiter. So, mal ja noch hier das abzuschließen, diese Ebene. Also ich will immer mit dem, ich will mit den Dingen hier interagieren. So, was haben wir denn hier? Hier war ich doch gerade. Das ist ein Puzzle irgendwo? Da oben. Hier ist ein, ne? Ja. Ich bin schwer, ich hatte auch gerade hier einen Vogel gehört, als ich hier reingegangen bin. Ich versucht habe, hier reinzugehen. Ne, keiner sagt irgendwas. Mehr Musik. Little Caesar. So, oh, wir sind schon fertig hier. お二人ともおめでとうございます。 あなたたちは数々の難関を突破して、その実力を証明してくださいました。いや、皆さん、レイモン東京キャンプ。最後のステージでは現在までボーエ中のチャンピオンと戦うことになります。敗北すればスターオブザフェスティバルの栄冠は手に入りません。 スラーダリミテッドカンパニー協賛第20回熱さの宴第33試合第3ステージスター頂上決戦へようこそ。 Okay, klingt aber nach einem guten Punkt, um hier Feierabend zu machen, ne? Ich weiß, wir haben nur 52 Minuten erst. Ich will auch mal zurückgehen. Kann man jetzt die anderen Orte auch noch? Hier ist irgendwo, ja, da oben das Puzzle, ne? Wie komme ich denn dahin? Warte, das ist eine Treppe, sehe ich gerade, oder? Und da geht's nach unten. Komme ich da oben hin? Da geht's auch gar nicht höher, sehe ich gerade. Ich weiß nicht, wie man da oben hinkommt. Das immer mit dem Aufzug, ne? Aber der geht doch nicht nach oben. Nein. Dann weiß ich auch nicht. Da ich wollte mal jetzt zurückgehen zu den anderen Gebieten. Kann man ja hingehen und die anderen Dinge auswählen, wenn man will. Nur mal um zu gucken, ob man da überhaupt hin kann. Ich nehme an, ja, ne? Ich direkt zum anderen wieder gepackt. Nein, ich kann halt nicht wechseln. Okay. Die Route ist momentan unzugänglich. Bitte setzt die Trailblaze-Mission fort. Ah. Schade. Na gut, aber etwas kürzere Folge heute, ne? Kann ich mir von den Vögeln irgendwas abholen? 9, oh, es gibt 20 hier. 9.
Na gut. Machen wir Feierabend, ne? Gut. Alles klar, dann beim nächsten Part werden wir dann hier. Ja, dann ein Ausrufezeichen? Nein, okay. Beim nächsten Part werden wir dann uns dem Herausforderer stellen. Ich bin mir ziemlich sicher, ich weiß, wer das sein könnte. Weil mir nur eine Person mit langen roten Haaren. Also ich glaube, der hat nur rote Haare gesagt, ne, aber. Okay, es gibt noch einen anderen Charakter, der rote Haare hat, aber der ist auf einem anderen Planeten. Und der andere ist mehr so ein. Könnte ich mir sehr viel eher vorstellen, dass der irgendwie durch die Gegend düst im Universum, ne? Weil nicht jeder hat irgendwie die Wahl, hier durch die Galaxis hier zu reisen. Gut. Aber ja, wenn wir ja sehen, wer das ist, ne? Gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Beim nächsten Mal werden wir wahrscheinlich ein bisschen Boot Hills Gacha spielen, ne? Weil nächste Woche wird der schon wieder hier. Wird schon wieder was anderes hier sein, ne? Im Warp. Ne? 4 Tage, 14 Stunden. Ich werde wahrscheinlich wieder nächste Woche. Ende nächste Woche will ich wieder anfangen. Aufzunehmen. Und ja, gut, dann würde ich sagen. Ich mache Feierabend. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch die Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.